Willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid. Wir sind im ersten Untergeschoss stehen geblieben und haben den DARPA-Chef schon mal entdeckt. Der befindet sich hier. Okay, jetzt müssen wir nur schauen, dass wir ihn antreffen können. Hier ist zwar eine Tür, aber da können wir leider noch nicht durch. Machen wir also einen kleinen Umweg und benutzen diese Leiter hier. Nick, wenn Sie eine Leiter hoch oder runter gehen wollen, drücken Sie die Aktionstaste bei der Leiter. Ja, das ist zwar sehr nett, Colonel, aber Sie haben uns eben schon gesagt, dass man mit der Aktionstaste eine Leiter runtergehen kann. Also vermute ich mal, man kann mit der gleichen Taste auch die Leiter hochgehen und naja, was soll's. Okay, bevor wir allerdings weitergehen, machen wir einen kleinen Schwenker nach links, denn hier gibt es was zu sehen. Blöde Erkältung. Ich hasse Alaska. Die Kleine sieht echt nicht schlecht aus. Tja, ja, was hat das zu bedeuten? Okay, ich guck mal kurz, befindet sich Munition und... Nee, die nehmen wir jetzt nicht mit. Wir haben 24 von 25 Kugeln, also das reicht auf jeden Fall. Okay, machen wir uns unseren weiteren. Bahnen wir uns durch den Schacht. Wir sind quasi wie eine Schlange. Naja. So. Hier haben wir noch ein Gitter. Eine Frau. Nicht der. Das Signal des DARPA-Chefs kommt aus der Gegend dort. Kommen Sie da nicht irgendwie runter? Benutzen Sie den Beobachtungsmodus. Okay, ich versuche durch den Beobachtungsmodus da runterzukommen. Okay, hier müsste es sein. Wer sind Sie? Ich komme Sie retten. Sie sind Donald Anderson, Chef von DARPA, ja? Sie sollen mich hier rausholen, wie? Wer schickt Sie? Ich bin bloß der Hampelmann, der Sie hier aus der Tinte fischt. Wirklich? Stimmt. Sie sehen nicht wie einer von denen aus. In dem Fall, los, weg von hier. Langsam. Keine Sorge. Erst will ich Informationen über die Terroristen. Die Terroristen? Können die wirklich eine Atomrakete abschießen? Wovon sprechen Sie? Die Terroristen bedrohen das Weiße Haus. Sie sagen, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden, lancieren sie eine Atomwaffe. Lieber Jesus. Ist das möglich? Möglich. Die können eine Atomwaffe schießen. Wie wollen Sie sie abschießen? Ich dachte, hier gäbe es nur demontierte Sprengköpfe. Die sollten keinen Zugang zu Raketen haben. Was ich Ihnen jetzt erzähle, ist streng geheim, ist das klar? Wir führten Übungen mit einer neuen experimentellen Waffe durch. Eine Waffe, die die Welt verändern wird. Was? Eine Waffe, mit der ein Atomangriff von jedem beliebigen Ort der Erde möglich wird. Ein nuklear gerüsteter Kampfpanzer. Metal Gear. Nicht möglich. Sie kennen das? Metal Gear ist eines der geheimsten Projekte. Wie haben Sie das gewusst? Wir hatten früher mal ein paar Zwiste. Deshalb also waren Sie hier in der Entsorgungsanlage. Was sollte ich sonst an diesem gottverlassenen Ort? Ich hörte, dass das Metal Gear Projekt fallen gelassen wurde. Im Gegenteil. Es ist zu einem riesigen gemeinsamen Projekt von Armstech und uns gewachsen. Wir wollten bei dieser Übung Daten sammeln und dann mit der Massenproduktion beginnen. Bis die Revolution dazwischen kam. Revolution? Rex ist in den Händen der Terroristen.
Rex. Metal Gear Rex. Der Codename für den neuen Metal Gear Prototyp. Der Sprengkopf, den Sie für Rex verwenden wollen, ist vermutlich schon geladen. Diese Männer sind Profis. Die sind alle im Umgang mit und Ausrüstung von Waffen erfahren. Hey, halten Sie die Klappe! Ich dachte, alle Atomsprengköpfe verfügen über Sicherheitsmaßnahmen. Eine Art Sprengcode, die man eingeben muss. Oh, Sie meinen PAL. Ja, sicher gibt es den PAL. Zum Starten müssen zwei unterschiedliche Kennwörter eingegeben werden. Zwei Kennwörter? Richtig. Baker kennt eins und ich das andere. Baker? Der Präsident von Armstech? Richtig. Jeder von uns muss ein Kennwort eingeben, sonst ist Zünden nicht möglich, aber... Sie haben mein Kennwort gefunden. Sie haben's verraten? Psycho Mantis liest Gedanken. Sie können sich nicht wehren. Psycho Mantis? Einer der Foxhound-Mitglieder. Er hat übernatürliche Kräfte. Klingt übel. Wie Sie auch Bakers Code kennen, ist bloß eine Frage der Zeit. Wenn Sie Bakers Code rausfinden, dann können Sie jederzeit eine Atomrakete zünden. Aber Sie können gestoppt werden. Was? Mit den Schlüsselkarten. Schlüsselkarten? Die wurden von den Systemingenieuren der Armstech als Notmaßnahme entworfen. Selbst ohne die Kennwörter können Sie damit das Sicherheitsschloss aktivieren. Und dann? Können Sie die Zündung stoppen. Diese Schlüsselkarte? Und wo sind die Schlüsselkarten? Baker muss sie haben. Hören Sie zu. Sie brauchen drei Schlüssel. Es gibt drei Schlüssel und verschiedene Schlitze, in die sie geschoben werden. Jeder erfordert eine Karte. Okay. Drei Schlüsselkarten. Wissen Sie, wo Sie Baker festhalten? Irgendwo im zweiten Untergeschoss. Zweites Untergeschoss? Die Wache hat gesagt, dass sie ihn in einen Bereich mit viel elektronischer Störung verlegt haben. Sonst noch Hinweise? Ja. Sie haben die Eingänge zugemauert, sind aber nicht mit dem Übermalen fertig geworden. Achten Sie auf Bereiche, wo die Wände andersfarbig sind. Nehmen Sie das. Es ist meine ID-Karte. Sie öffnet Sicherheitstüren der Stufe 1. Es ist eine PAN-Karte. Die funktioniert im Zusammenhang mit dem elektronischen Feld Ihres Körpers. Personal Area Network, huh? Salze im Körper dienen als Medium zum Übertragen von Daten. Die Sicherheitseinrichtungen an der Tür lesen die auf der Karte gespeicherten Daten. Und die Türen gehen automatisch auf. Alles klar. Okay, ich werde Sie hier rausholen. Augenblick. Was ist los? Sie kennen keinen anderen Weg, um die Aktionsverbindung zu deaktivieren? Von Ihren Bossen vielleicht? Nein. Sind Sie sicher, dass Sie nichts gehört haben? Ich sagte nein. Und gedenkt das Weiße Haus den Forderungen der Terroristen nachzugeben? Nicht mein Problem, das hat nichts mit meinen Befehlen zu tun. Aber das Pentagon! Das Pentagon! Was ist los? Was ist los? Hey, was ist passiert? Tod. Naomi, der Chef. Was ist geschehen? Ich weiß nicht genau. Sieht nach Herzversagen aus, aber... Herzversagen? Nein. Colonel, verbergen Sie irgendetwas. Keinesfalls, Snake. Sie müssen verstehen, die Operation hat Sicherheitsstufe Rot. Sie benötigen höchste Sicherheitsfreigabe, um die gesamte Akte sehen zu können. Sie wollen mir erzählen, dass Sie als Leiter der Operation nicht über Zugang zu allen Informationen verfügen? Ich sagte Ihnen schon,
Der Verteidigungsminister leitet diese Operation. Ich bin nur zu Ihrer Unterstützung hier. Snake, wir haben keine Zeit für Debatten. Kommen Sie da weg und suchen Sie Präsident Baker. Tja, der DARPA-Chef ist auf mysteriöse Weise gestorben. Armer Kerl. Und irgendwas scheint da draußen abzugehen. Entkommen können wir auf jeden Fall jetzt nicht. Doch. Irgendjemand hat die Tür aufgemacht. Mal sehen, was uns erwarten wird. Keine Bewegung! Sie haben den Chef umgebracht. Sie Mistkerl! Liquid? Nein, Sie sind's nicht. Keine Bewegung! Zielst du zum ersten Mal auf einen Menschen? Deine Hände zittern. Schieß doch, Grünschnabel. Ich bin kein Grünschnabel. Lügner. Der unsichere Blick. Die Angst in den Augen. Wenn das keine Grünschnabelaugen sind. Du hast doch noch nie einen Menschen erschossen, nicht wahr? Sie reden zu viel. Du hast noch nicht mal die Waffe entsichert. Ich bin kein Grünschnabel. Du gehörst nicht zu denen, oder? Öffnen Sie die Tür. Sie haben noch eine Karte. Warum? Damit wir hier rauskommen. Sieht nach einer kleinen Verspätung aus. Was machst du? Nicht denken, schießen! Richtig, nicht denken, schießen! Autsch. Der erste Kampf quasi. Da reißen wir uns lieber mit der Ration mal aus. Worauf warten Sie? Schießen Sie! Ich sag's Ihnen, ich bin kein Grünschnabel! Los jetzt! Schießen Sie! Na, geht doch. Nicht schlecht. So, kommt her. Zack. Die halten noch ein bisschen mehr aus als wir die üblichen Gegner, denn die haben schutzsichere Westen an. Autsch. Ja, so. Schieß! Ah, Munition! Na also, geht doch. So, decken uns wieder mit Munition ein. Ration. Oh, oh, Granaten! Oh, Mist. Wieso hat die mich erwischt, obwohl ich da oben war? Egal. Zack. Und, na toll, ich habe meine ganze Munition verballert und ich habe keine Munitionskisten übrig gelassen. Danke für die Hilfe. Moment! Wer sind Sie? Idiot! Du hast ihn umgebracht! Tut mir leid, Boss. Seine mentale Abschirmung war sehr stark. Ich konnte nicht an seine Gedanken ran. Jetzt erfahren wir den Sprengcode nie! Boss! Ich hab da eine Idee. Verdammt. Naomi, ich hatte eine Art Halluzination. Kommt das von den Nanomaschinen? Nein, Snake, die Nanomaschinen funktionieren korrekt. Was war es dann?
Psychometrisches Eindringen von Psycho Mantis, Foxhounds Telepath. Stellen Sie sich eine Art gedankliches Feedback vor. Das also war Mantis. So, okay, dann schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Heilen wir uns erstmal. Und jetzt, da wir die Karte 1 haben, öffnet alle Türen der Sicherheitsstufe 1, können wir alle Türen öffnen, die eine 1 vorne drauf haben. So, hier war doch noch eine Ration. Die holen wir uns auch mal prompt mit. So. Okay. Dann schauen wir mal, ob hier in der anderen Zelle noch was war. Nein, war nichts. Tja, armer Kerl, da war wohl jemand schlauer als du gewesen. So, was haben wir hier? Hier haben wir, glaube ich, genau, Munition. Sehr schön. Ah, fehlen noch ein paar Kugeln. Die wären da. Okay, 24 und 25, ne? Passt. Jetzt möchte ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen, die ich ziemlich lustig finde. Moment. Klingt zwar komisch, aber ich finde dieses ahnungslose von Snake irgendwie witzig. Naja, wie dem auch sei. Okay. Suchen wir also den Armstag-Präsidenten. Aber zuerst fahren wir doch mal ins erste Obergeschoss. Da wir die Karte 1 haben, können wir jetzt in einen Raum gehen, das auch kein schlechtes Item beinhaltet. Das möchte ich lieber jetzt als später holen. Und zwar befindet sich das hier rechts. Oh, 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 schnell weg, die Wache kommt. Hier unten. Und ich glaube, hier ist auch eine Wache. Genau, die legen wir mal in Anführungszeichen schlafen. So, schlaf schön. Hust, hust. Und zwar hier das. Das ist der Sockham Suppressor. Der ist hier. Schalldämpfer. Für die Sockham-Pistole unterdrückt Lärm- und Mündungsfeuer. Die haben, können wir jetzt ausrüsten. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt die Sockham auswählen können, dann befindet sich der Schalldämpfer auf der Sockham und wir können es nicht mehr rückgängig machen. Also für diejenigen, die ihre Waffe nicht schallgedämpft haben möchten, sollten das den Gegenstand entweder im Inventar behalten oder gar nicht erst aufsammeln. Aber die, die den Schalldämpfer haben möchten, machen das hier. Zack. Jetzt kann man ihn auch nicht mehr zurücknehmen, den Schalldämpfer. Aber dafür sind wir lautlos. Das ist auf jeden Fall in dem Spiel hier von allergrößter Bedeutung. Okay, fahren wir ins zweite Untergeschoss. Und schauen nach den Wänden, die der DARPA-Chef meinte. Die sich farblich etwas unterscheiden. Und auch hier... Obacht! Hier finden sich Falltüren, wo wir sterben können. Und jetzt macht sich zum Beispiel das Infrarotsichtgerät bemerkbar. Zack. Die Falltüren sind ein Ticken roter und ja, dadurch können wir sie auch erkennen. So, Karte Nummer 5. Da ist Karte Nummer 1. Und hier wäre C4. Viermal insgesamt. Hier ist Karte Nummer 3. Hier war genau Karte Nummer 2. Die ist offen. Hier ist, glaube ich, Munition drin. Ja, genau. Jetzt haben wir volle Munition, sehr schön. Und hier können wir noch reingehen. Genau. 4, insgesamt 8 Granaten. Haben wir schon ein schickes Waffenarsenal da zusammen. Hier ist auch eine interessante Tür, die Karte 4 braucht. Verstehe ich nicht, warum man da die Karte 4 braucht, aber na gut. Das werden wir im späteren Spielverlauf sehen. Suchen wir nach den Stellen, die wir zerstören können und die farblich etwas abweichen von der anderen Wand, beziehungsweise von der kompletten Wand. Eine Stelle wäre hier. Da kann man es deutlich sehen. Oder man kann auch dagegen klopfen. Man hört den Unterschied. Ich gehe mal zu dieser Wand hier. Und klopfe jetzt hier gegen. Da benutzen wir den eben gefundenen C4 und sprengen die Wand mal auf. Zack. Und hier, genau, befinden sich noch weitere. Gut, die haben wir voll. Düppelgranaten kann man immer gut gebrauchen. Okay. Hier rechts befindet sich eine weitere Wand. Die sprengen wir auch auf. Zack. Finden sich noch weitere Munition aus. C4, Sockham haben wir voll. Und auch zwei Falltüren. Aufpassen. So, und jetzt zu der letzten geheimen Tür. Die befindet sich doch ganz unten, wo sich mit hoher Wahrscheinlichkeit der Armstag-Präsident aufhält.
Und zwar hier. Zack. Okay, dann gehen wir mal hinein. So. Und wir sehen oben rechts, wir können den Radar nicht anwenden. Wir könnten jetzt quasi mal Meiling anrufen. Snake, Sie können den Radar dort nicht benutzen. Von dort kommt eine Art elektronische Störung. Was das wohl ist, seien Sie vorsichtig. So, und hier können wir auch beim Meiling abspeichern. Und ich würde sagen, ich nutze diese Gelegenheit, speichere ab und würde sagen, ich mache hier Schluss und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin.